Sie sind Gast auf einer Igelstation, die seit 15 Jahren von mir betreut wird. Zunächst, wenn die Igel kommen, werden sie untersucht und dann wird mikroskopisch der Kot untersucht. Eine Igelstation wird durch Spenden finanziert. Die Versorgung eines Igels kostet 3 Euro am Tag. Wir brauchen Medikamente, wir brauchen Spritzen, wir brauchen Strom, wir brauchen Heizung. Das Grundfutter für Igel besteht aus Katzenfutter. Nur Geflügel oder Fisch ohne Soße und Gelee. Zur Ration gehören Haferflocken, milder Käse, zum Beispiel junger Gouda, süße Äpfel sowie Banane und Erdnussbruch als Beilage. Zur Abwechslung ganz frisch Rührei ungewürzt, Rinderhack roh, mit ein paar Tropfen Maiskeimöl. Als Appetitanreger gibt man den Igeln Schnittlauch, Kresse, Kokosraspeln oder ein Teelöffel Heilbutt. Igelbabys erhalten Ersatzmuttermilch nach besonderer Rezeptur. Tägliche Gewichtskontrollen sind notwendig. For 3 euro a day you can feed 6 children in countries like Namibia, Angola, Sierra Leone. 3 euro a month guarantee clean water for 60 families. Contaminated water causes dysentery, which often is life-threatening for children. 3 euro a day provide a sugar salt solution, which can save 60 children from dying of this disease. 8.8 million children under 5 years old die of malnutrition every year. 26,000 infants die of starvation every day. This equates to 18 children every minute, which means every 4 seconds a child starves to death.